Hallo, liebe Studierenden, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem dritten Vortrag in der Reihe Deep Dive zum Thema Markenartikel und Handel. Bevor wir gleich mit dem Vortrag anfangen, setzen wir erst die Reihe vom Kollegen Kortum fort. Wir erzählen etwas über uns, über Kinder, über unsere Kindheit, in dem Fall mit einem Gewinnspiel tatsächlich verbunden. Sie sehen im Hintergrund von mir 6 Schals und Sie können heute einen DHBW-Hoodie gewinnen. Derjenige, der, und ganz wichtig, der über WhatsApp, über die Handynummer, die Sie im Chat sehen, als erster die Antwort über die 6 Schals weiß, gewinnt einen DHBW-Hoodie. Das wird Sie vom Vortrag nicht abhalten, weil ich gleich weg sein werde. Also wenn, gucken Sie die Schals jetzt an. Kleiner Tipp, nur 5 beziehen sich auf den Fußballverein, einer nicht. Wenn man weiß, dass ich in Düsseldorf wohnt, kann man es vielleicht leichter erraten bekommen. Außerdem steht die Handynummer auch drin für all diejenigen, die in Twitch oder YouTube keinen Account haben, können keine Fragen stellen. Sie können Fragen also auch über diese WhatsApp-Nummer direkt an mich stellen, wenn Sie das möchten. So, damit herzlich willkommen, Angelina Steuerwald von Henkel. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wir sind bei der dritten Warengruppe sozusagen, nachdem wir mit Lifehite und Zwilling, also Non-Food, klassisch Non-Food angefangen haben und vorgestern Bier, Warsteine hatten, sind wir jetzt bei Near-Food, Beauty Care. Und was auch ein bisschen eine Weiterentwicklung ist, wären die beiden ersten Referenten, die Studierenden, nämlich der Herr Schmelzeisen und der Herr Krupp, ihre Väter hätten sein können zumindest, wird es heute und auch beim vierten Vortrag nächste Woche deutlich jünger. Vor allem freuen wir uns sehr, Frau Steuerwald, Sie sind eine Studentin der ersten Stunde der DHBW in Heilbronn, Jahrgang 2010. Vielleicht haben Sie auch Lust, mal zu erzählen, wir haben sicher nicht damals die DHBW und das Studium bei uns empfunden. Ja, genau. Also Sie haben es schon gesagt. Wir waren damals der Studiengang der ersten Stunde. Wir sind 2010 an den Start gegangen. Damals noch nicht mal an dem Campus, an dem die aktuellen Studenten sind, sondern da waren wir noch in den Containern, die ein bisschen abseits der Straße waren, bevor wir dann in das schöne Gebäude ziehen durften. Ja, rückblickend betrachtet, ganz tolle Zeit, super tolles Studium gewesen. Jetzt mit bisschen ja, Berufserfahrung mittlerweile auch in Retroperspektive kann ich sagen, super gelaufen, würde ich genauso wieder machen. Und hat mir bis dato auch ziemlich viel gebracht, würde ich sagen. Also ich habe auf jeden Fall davon profitiert, dass ich damals das duale Studium gemacht habe. Das freut uns sehr und dann sind wir jetzt mal gespannt, nächste halbe, dreiviertel Stunde, was aus unseren Küken sozusagen geworden ist, wenn ich das so sagen darf. So, it's your stage, Frau Steuerwald. Ja, danke schön. Dann legen wir doch gleich mal los. So, ja, herzlich willkommen zu dem heutigen Vortrag. Ich bin super happy, dass ich heute vor euch sprechen darf zum Thema Marketing bei Henkel. Wir schauen uns heute ein bisschen an, wie wir Branding machen, wie Marketing bei uns funktioniert und was denn eigentlich hinter so einer Maschinerie steckt. Grundsätzlich hier ganz kurz mal über die Agenda. Ich möchte gar nicht so im Detail drauf eingehen. Wir werden einmal ganz kurz ein Intro über Henkel und beziehungsweise auch Henkel Beauty Care uns anschauen. Dann werde ich euch ein bisschen was über Marketing bei Henkel erklären und wie wir das angehen, was unser Ansatz ist und aufgrund welches Instruments wir eigentlich alle unsere Entscheidungen hier treffen. Dann möchte ich ein bisschen die Brücke schlagen zum lokalen Marketing, und erstmal den Unterschied klar machen, was ist eigentlich lokales Marketing, was ist globales Marketing, was liegt in welchem Verantwortungsbereich und wer kümmert sich bei uns eigentlich um was genau und auch, natürlich auch, wo die Schnittstellen zum Handel liegen, weil das, glaube ich, für euch auch ein relevantes Thema ist. Abschließend möchte ich für die letzten beiden Agendapunkte beim Thema Handel bleiben, und zwar einmal aus Industrie- bzw. Markensicht einmal darstellen, was unsere Anforderungen sind, beziehungsweise was wir uns in einer perfekten Welt vom Handel wünschen würden. Und dann möchte ich meine Präsentation schließen mit, welche Painpoints wir durch den Handel kennen oder welchen Painpoints wir ausgesetzt sind. Aber zuerst hat Herr Rüschen mich gebeten, mir auch noch kurz was zu meinem Background zu sagen. Wir haben es gerade zum Einstieg schon gehört. Mein Name ist Angelina Steuerwald, ich bin 29 Jahre alt, bin DHBW-Absolventin des ersten Jahrgangs. Also wir haben 2010 angefangen, 2013 unseren Bachelor gemacht.
Und mittlerweile arbeite ich als Senior International Brand Manager bei Henkel Beauty Care auf strategischen Projekten und neuen Kategorien. Wenn ihr euch meinen Lebenslauf anschaut, werdet ihr sehen, der ist jetzt noch nicht so lange. Wie gesagt, ich habe bis 2013 an der DHBW studiert, bei meinem Ausbildungspartner Rewe. Bin danach auch bei Rewe noch geblieben für ein Jahr, allerdings nicht den klassischen Weg, wie das, glaube ich, die meisten DHBW-Studenten machen im Vertrieb, sondern ich wollte damals schon ins Marketing und habe dann ein Jahr dort in der Werbeabteilung bzw. Marketingabteilung verbracht. Habe mich dann aber nach einem Jahr entschieden, dass ich doch noch meinen Master machen möchte und bin dann nach Barcelona gegangen für ein Jahr, habe dort an der EADA Business School meinen Master in Management gemacht. Im Anschluss daran habe ich noch ein paar Monate in Mexico City verbracht und dort eine zusätzliche MBA-Qualifikation noch erworben. Und eigentlich im direkten Anschluss, nahtloser Übergang, bin ich dann im Januar 2016 in die Schweiz, nach Zürich und habe dort bei der Firma Coswiss als Projektmanagerin angefangen. Und das war eigentlich so mein erster Schritt in die Beauty-Welt. Und Anfang letzten Jahres, Anfang 2020, hieß es dann für mich Back to the Roots. Obwohl ich eigentlich, ehrlich gesagt, mich noch ein bisschen in der Schweiz gesehen habe und da gar nicht so schnell weg wollte, aber ja, when opportunity is calling. Es hat sich die Chance ergeben, hier an was Tollem, Großen mitzuwirken. Und deswegen bin ich letztendlich in Düsseldorf gelandet. Und ja, ist ja auch ganz schön hier. Hier wollte ich euch noch ein paar Eindrücke zu meiner Zeit an der DHBW zeigen. Das war damals unser Kurs. Wir waren die Mischwarengruppe. Wir hatten ja damals nur, ich glaube, 3 Handelsklassen. Das eine war komplett Lidl, das zweite war komplett Kaufland und der dritte waren wir. Da kam alles rein, was so übrig geblieben ist. Also wir hatten Edeka, Rewe, Penny, Netto, Mediamarkt, alles Mögliche. Die Vorlesungen waren immer unglaublich spannend, wie man hier sieht. Dann haben wir letztendlich doch alle noch unseren Bachelor geschafft. Und hier sieht man den Herr Jans, wie er mir damals mein Bachelorzeugnis übergeben hat und ich natürlich sehr stolz darauf war. Genau, aber eigentlich soll es ja heute gar nicht so um mich gehen, sondern um Marketing und um die Firma Henkel. Und deswegen würde ich einmal sagen, Film ab. Okay, das war ein bisschen schneller zu Ende als gedacht. Da hat eigentlich am Ende noch was gefehlt, aber nicht so schlimm. Ich glaube, ihr habt die Key Message verstanden. Henkel ist ein sehr Forward-Thinking-Unternehmen. Wir fordern immer den Status quo heraus, versuchen uns konstant weiter zu verbessern bei allem, was wir machen. Und deswegen sind wir auch Weltmarktführer in Industrie und FMCG in 3 Bereichen. Also Henkel ist in 3 Business Units aufgeteilt. Einmal Adhesive Technologies, das ist alles, was Klebstoffe betrifft. Da gibt es einmal Konsumgüterklebstoffe, Pritt, Patex, ihr kennt das ganz bestimmt. Und eins unserer größten Standbeine sind aber die Industriekleber, also zum Beispiel in, ich glaube, knapp über 80% der Smartphones wird weltweit Henkelkleber verwendet oder, ich glaube, 90% der Tragflächen in Flugzeugen werden auch durch Henkelkleber zusammengehalten.
Also ja, man kommt mehr und öfter mit den Produkten in Berührung, als man es wahrscheinlich denken würde. Dann unser zweites großes Standbein ist Laundry and Home Care. Ganz bestimmt kennt ihr da auch Marken wie Persil, Perwoll, Pril und so weiter. Das gehört da auch alles zu uns. Und der dritte und für mich selbstverständlich schönste Bereich ist Henkel Beauty Care, in dem auch ich angesiedelt bin. Genau, dann noch ganz kurz ein paar Zahlen und Fakten zu Henkel. Ich gehe jetzt gar nicht so im Detail auf alles ein, aber ich glaube, man sieht hier, wir sind sehr, sehr breit und vor allem sehr international aufgestellt. Wir sind in über 75 Ländern vertreten und 85% der Belegschaft arbeiten nicht mal hier in Deutschland, sondern außerhalb. Wir sind ein sehr gesundes und stetig wachsendes Unternehmen, was sich an unserem Aktienwert sehr gut widerspiegeln lässt, der um über 400% gestiegen ist. Henkel hat grundsätzlich setzt sich für Inklusivität und Diversität ein. Female Empowerment wird hier groß geschrieben, deswegen sind 36% der Henkel-Manager weiblich, Tendenz konstant steigend. Wir haben einen Jahresumsatz von knapp 20 Milliarden Euro über die drei Business Units verteilt und beschäftigen ungefähr, ja, ich glaube, mittlerweile sind sogar 53.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt aus über 120 Nationen. Und was ich eigentlich am spannendsten finde an dieser Slide, ist, dass die Henkel Brand Awareness in Deutschland bei 100% liegt. Also sprich, jeder Mensch in Deutschland kennt theoretisch mindestens ein Henkel-Produkt. Ja, das finde ich schon ziemlich cool. Hier seht ihr noch einmal, wie wir auch global aufgestellt sind. Also unsere Headquarters sind hier in Düsseldorf, da bin ich übrigens auch gerade. Wir haben aber überall auf der Welt verteilt sogenannte Regional Hubs. Das ist dem geschuldet oder das haben wir deswegen so organisiert, weil wir natürlich dezentralisiert besser und agiler arbeiten können und so auf die jeweiligen Anforderungen in den Märkten schneller reagieren können, auf ja, sich ändernde Marktgegebenheiten oder Konsumentenverlangen da einfach schneller sind und effizienter, wenn wir vor Ort sind. Hier noch ein ganz kurzer Einblick in unsere Marken. Ich bin mir sicher, ihr kennt mindestens eine davon. Tendenziell habt ihr auch mindestens, würde ich schätzen, drei Henkel-Produkte zu Hause. Ja, und das Markenportfolio ist sehr breit aufgestellt. Aber wir wollen ja gar nicht so im Detail über Henkel als Gruppe reden, sondern wir haben ja gesagt, wir sprechen ein bisschen über Beauty Care und Marketing bei Beauty Care. Und deswegen würde ich jetzt auch noch mal sagen, Frau Hoffmann, einmal bitte den Film abspielen. For more than 120 years, we've been experts in beauty, true beauty, creating iconic brands for consumers and professionals. We never stop challenging ourselves for him, for her, for him, for them. That's why our purpose is bigger than selling products. It goes beyond looking beautiful. We want to make people feel beautiful as well. Because people who look and feel beautiful are more confident. And people with confidence connect better. They connect, share moments, build bridges together, not walls. They truly make the world a better place. In a world where so many problems drive us apart, bringing people together through beauty is worth any effort. Providing more and more sustainable solutions and products is important like never before. Creating billions of unique moments with superior services and products that look, smell, and feel delightful. What does it mean to be a true beauty company? To have a beautiful impact on people. To make the world a more beautiful place. And above all, doing it together. Super, vielen Dank. Genau, das war einmal unser kleines Mood-Video zu Henkel Beauty Care. Ich glaube, was ganz gut rüberkam,
uns liegt ein bisschen mehr am Herzen, als nur schöne Produkte zu verkaufen, sondern wir haben auch ein sehr hohes soziales Engagement. Wir setzen uns für die Umwelt ein, für Sustainability, immer mit dem Purpose True Beauty for a More Beautiful World. Und ja, das finde ich eigentlich eine ziemlich schöne Message. Dann noch ein paar Fun Facts über Henkel Beauty Care. Man nennt uns nicht umsonst das Powerhouse of Hair, denn 70% unseres Beauty-Portfolios sind Haarpflegeprodukte. Wir haben einen sehr großen Influencer-Pool und erreichen damit ja über 16 Millionen Follower auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Wir generieren einen jährlichen Umsatz von knapp 4 Milliarden Euro. Ich habe es vorhin eingangs erwähnt, die Henkel-Gruppe macht einen Umsatz von, also wir machen 20% des Henkel-Gesamtgruppenumsatzes so rum, genau. Unsere Innovationsrate liegt bei ungefähr 40%. Was könnt ihr euch darunter vorstellen? Das bedeutet einfach, wenn wir 10 neue Produkte auf den Markt bringen, sind 40%, also vier davon, Weltneuheiten. Sprich, das sind alles Entwicklungen, die es so noch nie vorher auf dem Markt gegeben hat. Und gerade im Beauty-Bereich, wo man eigentlich denkt, man hat schon alles gesehen und gehört, ist eine Innovationsrate von 40% doch sehr, sehr beeindruckend. Schwarzkopf Professional arbeitet weltweit mit 230.000 Salons zusammen und jede Sekunde, also wirklich jede Sekunde, werden weltweit 20 Köpfe mit Henkel-Haarprodukten gefärbt. Das ist schon eine ganze Menge. Aber schauen wir uns doch mal den Beauty-Sektor an. In welchem Marktumfeld bewegen wir uns denn eigentlich? Grundsätzlich können wir sagen, Beauty ist ein sehr, sehr attraktives Marktumfeld. Warum? Ganz einfach, hier gibt es viel Geld zu holen. Das ist der größte Non-Food FMCG-Markt mit einem Jahreswert von 440 Milliarden Euro weltweit. Das ist schon echt eine ganze Menge. Noch dazu kommt, dass bei Beauty-Produkten hat man strukturell sehr hohe Bruttomargen. Außerdem haben wir eine langfristige Wachstumsdynamik und wir sind sehr rezessionsresistent. Was bedeutet das? Wir sind eigentlich tendenziell nicht so stark von Krisen betroffen oder von globalen Pandemien wie aktuell oder von Inflation oder von sonst irgendwas, von Wirtschaftskrisen. Lässt sich ganz einfach erklären, wir als Henkel Beauty Care agieren im Massmarket und sind kein Prestige-Brand-Hersteller. Deswegen die sehr niedrigpreisigen Beauty-Produkte werden immer gekauft, denn Haare waschen und duschen und sich die Hände waschen müssen die Leute sich eben auch in der Krise. Deswegen haben wir da eigentlich sind wir da relativ gut aufgestellt. Trotz dessen muss gesagt werden, dass wir uns in einem knallharten Wettbewerbsumfeld befinden. Als erstes ist hier zu nennen die Konsolidierung von Einzelhändlern und Herstellern, Sprichwort Handelsmarke. Das ist für uns aus Industriesicht natürlich, ja, wenn unsere Kunden zu unseren Competitors werden, ist es natürlich sehr, sehr schwierig für uns. Darüber hinaus sind wir einem extremen Preis- und Promodruck ausgesetzt, vor allem in gesättigten Märkten. Also um euch das mal anhand von einem Beispiel aufzuzeigen, stellen wir uns mal ein Schauma-Shampoo vor. Schauma kennt ihr garantiert alle. Ist die meistverkaufteste Shampoo-Marke in ganz Deutschland. Aber wie möchtest du so ein Produkt differenzieren, wenn nicht über den Preis? Irgendwann ist aber die Bottomline beim Preis mal erreicht und dann sind uns aus Industriesicht quasi die Hände gebunden. Der Handel macht aber weiter Druck. Das ist also was, womit wir zu kämpfen haben natürlich als Marke. Und was immer stärker aufkommt, ist, dass kleine Challenger-Brands konkurrieren, sowohl um Regalfläche als auch um Marktanteil. Und zuerst würde man denken, dass eine kleine aufstrebende Marke gegen die Henkel, L'Oreal, Procters und Unilevers dieser Welt überhaupt nicht ankommt. Ja, da täuscht ihr euch aber, denn welchen großen Vorteil haben die im Gegensatz zu den Riesengiganten wie uns? Die können halt viel schneller, die sind viel agiler, das sind wie so kleine Wiesel, die auf alles reagieren, was am Markt gerade passiert. Die können viel schneller auf den Handel reagieren, die können sich ändernde Marktgeschehnisse oder Konsumentenforderungen halt viel schneller anpassen. So ein Riesenunternehmen wie Henkel ist enorm prozessgetrieben. Und bis wir uns an sich ändernde Gegebenheiten anpassen können, vergeht zu viel Zeit. Das heißt, wir dürfen solche kleine Challenger-Brands ganz und gar nicht unterschätzen.
Was haben wir noch beobachtet? Es hat in den letzten Jahren ein sogenannter Channel Shift stattgefunden. Das muss ich euch nicht erklären. Ich bin mir sicher, das wisst ihr alle. E-Commerce wird immer wichtiger und die Leute geben immer mehr Geld online aus. Noch dazu kommt, neue Online- und D2C, also Direct-to-Consumer-Player, schwemmen den Markt, die uns natürlich auch Platz abgraben und Marktshare abgraben. Was bedeutet es für uns, da wir ein historisch gesehen eher offline getriebenes Business sind und bei uns der Großteil des Umsatzes nicht online gemacht wird, ist es natürlich eine Riesen-Challenge für uns. Denn dieser starke Shift Richtung E-Commerce reduziert den Offline-Warenkorb und den Traffic und davon sind wir schon relativ stark betroffen. Okay, ich kann gerade nicht weiterklicken. Kleinen Augenblick mal. Jetzt, genau. Aber wir haben ja gesagt, wir möchten über Marketing sprechen. Und anscheinend macht Henkel einiges richtig, denn Henkel macht Headlines. Über uns wird viel in der Presse berichtet. Wir kriegen sehr gutes Feedback zu unseren Kampagnen. Wir feiern Individualität mit der Proud-Kampagne LGBTQ. Dann hatten wir jetzt eine neue Hip-Hop-Kampagne an den Start gebracht. Trotz Corona wächst Henkel Beauty Care weiter unter unserem neuen CMO Rick Strubel. Und ja, wir wurden sogar vom Postillon verarscht. Ich weiß nicht, ob ihr den Artikel kennt. Und zwar ging es darum, dass knapp anderthalb Jahre her hat der Postillon einen Artikel veröffentlicht. Und die Headline lautete, Schwarzkopf stellt Shampoo vor, das einfach nur die gottverdammten Haare säubert und sonst nichts. Und dieser Artikel ist viral gegangen und hat super viele Likes in den sozialen Kanälen generiert. Und ja, bei Henkel liefen an dem Abend die WhatsApp-Gruppen vom Management heiß und man hat sich überlegt, okay, wie können wir jetzt reagieren? Da muss irgendeine Reaktion von uns kommen. Und wir haben dann innerhalb von 24 Stunden das Produkt entwickelt, was ihr hier rechts seht, Shampoo ohne Schnickschnack. So Real-Time-Marketing funktioniert halt nur, weil wir hier bei Henkel das entsprechende Setup haben. Sprich, wir haben eine eigene Content Factory, heißt es bei uns. Das ist ein komplettes Produktionsstudio, in dem wir sowohl Kampagnen als auch Bilder, Videos, alles Mögliche produzieren und auch selber shooten können. Und wir haben eine Agentur, die uns super schnell mal kurz so ein Dummy oder so ein Mockup, wie ihr hier seht, auf die Beine stellt. Was ist aber passiert? Wir haben es dann gespielt und haben davon 25 Stück, glaube ich, produziert und innerhalb von, wie gesagt, 24 Stunden. Die wurden dann verlost und die Nachfrage war aber so groß, dass wir tatsächlich eine Mini-Batch-Produktion gemacht haben. Es waren damals, glaube ich, 25.000 Shampoos und die wurden gelistet bei, lass mich lügen, ich bin der Meinung, es war Rewe und Kaufland und bei Schwarzkopf und Friends Online. Und da haben wir echt ein Marketing-Coup gelandet. Und sowas funktioniert aber natürlich nur, wenn man das entsprechende Setup hat. Und um euch jetzt mal ein bisschen näher zu bringen, was denn da dahinter steckt und wie wir das eigentlich wirklich machen im tagtäglichen Leben hier bei Henkel, möchte ich euch einmal unsere Brave Brand Map vorstellen. Die Brave Brand Map ist eigentlich die Bibel jedes Marketeers und jedes Brandmanagers hier bei Henkel. Denn mit dieser Brave Brand Map und mit Hilfe dieser Brave Brand Map legen wir die DNA des Produktes fest. Leider kann ich euch keine ausgefüllte zeigen, denn damit würde ich den kompletten Blueprint von der Marke hergeben. Das ist natürlich intern, deswegen ist sie leider nicht ausgefüllt, aber wir können sie einmal kurz durchgehen, dass ihr so ein bisschen den Hintergrund versteht. Also eigentlich ist es total simpel aufgebaut. Wir stellen uns einfach nur drei Fragen. Einmal why, was ist denn eigentlich unser Brand Purpose? Also da wird dann ganz klar die Essenz der Marke definiert und was unsere Daseinsberechtigung ist. Das kann je nach Marke, können das verschiedene Sachen sein. Das könnte Support sein oder dass man Leute herausfordert oder dass man eher der Anführer ist in der Gruppe oder. Das können ganz verschiedene Sachen sein, aber das ist die Grundessenz. Die ist erstmal ganz wichtig am Anfang. Die zweite Frage, die wir uns stellen, ist das How. Das ist unser Brand Character. Da beschreiben wir eigentlich unsere Marke
und stellen Sie uns vor, als wäre es eine reale Person. Und welchen Charakter hätte denn diese Person? Wie würde sie aussehen? Wie würde sie sich kleiden? Wofür steht sie ein? Was ist ihr wichtig? Was findet sie gut? Was findet sie komplett daneben? Womit kann sie gar nicht umgehen? Und indem wir das so scharf wie möglich definieren, geben wir der Marke eine Art Gesicht, an die wir uns dann, ja, an der wir uns dann entlanghangeln können, wenn wir Konzepte oder andere Dinge für die Marke umsetzen. Die dritte Frage ist das What. Das ist unsere Brand Position. Und da unterteilen wir in drei Unterpunkte. Einmal Attributes. Das kann ja primär erstmal optische Attribute sein. Also ist es eine sehr farbige Marke? Wie sehen die Designs aus? Ist es eher verspielt oder eher schlicht? Ist es very toned down oder super flashy? Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Und dann, welche Sprache verwendet denn die Marke? Ich habe euch hier rechts einmal den Sprühkleber von Got2be eingeblendet. Das ist natürlich eine sehr verspielte Sprache. Sprühkleber ist natürlich ein Wortspiel und auch oben die Pumpe ist auch ein optisches Attribut, was halt sehr ungewöhnlich ist. Ne? Also da definieren wir dann, wie außergewöhnlich möchten wir sein. Und ein weiteres Attribut, was wir hier definieren, sind eben genau unsere Packmittel und auch die Texturen. Inwiefern sind die irgendwie anders oder speziell oder neuartig oder einzigartig verglichen zu unseren Wettbewerbern und was aktuell schon auf dem Markt existiert. Der zweite Unterpunkt in der Brand Proposition ist der Key Functional Benefit. Und das ist einfach nur auf den Punkt gebracht, welchen funktionalen Need befriedigt die Marke. Könnte bei einem Haarspray liegt natürlich nahe, dass es dir Kontrolle über deine Frisur gibt, während dein Haar aber nicht verhärtet, sondern immer noch flexibel bleibt, zum Beispiel. Und dann haben wir den Key Emotional Benefit und da fragen wir uns dann, welchen emotionalen Need befriedigt die Marke. Das kann auch wieder verschiedene Antworten haben. Bei Got2be zum Beispiel, das ist halt eine sehr outspoken Marke, die sind sehr extrovertiert. Wir setzen uns extrem gegen Anti-Cyberbullying ein. Also hier wäre der Key Emotional Benefit zum Beispiel, andere zu unterstützen und sehr inklusiv zu sein und niemanden auszuschließen und alle cool zu finden, egal wo sie herkommen, welchen Background sie haben. Wenn man da jetzt eine Marke wie, keine Ahnung, nehmen wir Schauma zum Beispiel, dagegen stellen, Schauma ist eher eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr liebevolle Marke, die erinnert viele Leute oder viele assoziieren das mit Kindheit. Das ist eher so eine so nährend und sehr, sehr behütet. Und ne, also so unterscheiden sich so ein bisschen die Key Emotional Benefits von Marke zu Marke. Und unterm Strich steht dann eigentlich die Base. Und hier definieren wir dann unser Target, also ganz einfach unsere Zielgruppe. Und im idealen Fall wissen wir dann, wer kauft denn die Marke überhaupt und weshalb. Was ist denn der Grund, dass irgendjemand jetzt zu Got2be Sprühkleber greift und nicht zu den 185 anderen Hairsprays, die bei DM, Rossmann und wo auch immer im Regal stehen? Und dieses Dokument, wenn das dann einmal ausgefüllt ist, ist es eigentlich wirklich wie eine Art Bibel zu betrachten, an der wir uns dann entlanghangeln für alles, was wir eigentlich im Rahmen der Marke machen. Denn was halt natürlich wichtig ist, dass die Marke soll ja überall auf der Welt gleich aussehen und die gleiche Sprache sprechen, ohne dass in jedem Land dieselben Leute hinterm Laptop sitzen und für diese Marke verantwortlich sind. Dafür ist eigentlich die Brave Brand Map geschaffen worden. Das ist aber tatsächlich nicht so, dass da irgendein Marketingchef sich hinsetzt und es einmal runterschreibt und dann ist es in Stein gemeißelt, sondern die Brave Brand Map ist wirklich ein lebendes Dokument. Das wird einmal im Jahr, werden da die Markenteams zusammengesetzt, zusammen mit einer Agentur. Das wird in einem 2- bis 3-tägigen Workshop dann ausgearbeitet. Und es wird halt immer sichergestellt, jedes Jahr wird einmal kritisch hinterfragt, ist die Brave Brand Map noch up to date? Lebt die Marke und gibt die Marke noch das nach außen und spiegelt das wieder, was wir damals in der Brave Brand Map festgelegt haben? Oder was ja auch mal passieren kann, die Brave Brand Map kann sich verändern. Warum? Die Target-Gruppe könnte sich ändern, weil nicht nur
die Leute, die unser Produkt hauptsächlich verwenden, werden ja auch älter und vielleicht wächst die Marke mit den Konsumenten. Und dann müssten wir natürlich unsere Zielgruppe nochmal neu definieren. Also das heißt, anhand von diesem Tool können wir immer uns sicherstellen, dass die Marke global einen einheitlichen Auftritt hat. Und dieses ganze Brave-Thema zieht sich eigentlich durch unser komplettes Marketing, denn womit wir auch sehr viel arbeiten, ist mit dem sogenannten Brave-Approach. Mit dem Brave-Approach stellen wir die Relevanz unserer Konzepte sicher und alles, was wir bei Henkel anfassen, wird einmal dem Brave-Check unterzogen. Also ob das jetzt ein neues Produkt ist, eine Kampagne, Merchandising, irgendeine Initiative, was auch immer das ist, es wird nur gelauncht, wenn es 100% Brave ist. Aber was bedeutet Brave überhaupt? Bold, relevant, authentic, value-adding und enhanced by data. Ich glaube, auf die einzelnen Punkte muss ich jetzt gar nicht so genau eingehen. Ich schlage vor, schauen wir es uns doch mal an einem Praxisbeispiel an. Und dafür habe ich uns einmal heute Got to be Bye Bye Baby Hair mitgebracht. Das war unsere erfolgreichste Neueinführung im Jahre 2019. Was ist das für ein Produkt? Es sieht eigentlich aus wie eine Mascara, hat aber ein transparentes Gel drin. Und mit der Bürste, ich glaube, die Frauen unter euch werden es wahrscheinlich sehr gut kennen, wenn ihr euch einen Zopf macht. Die Haare stehen ab. Hier vorne sind kürzere Haare als der Rest vom Kopf. Und dieses Produkt ist dafür da, um diese Haare zu fixieren. Aber ist es auch brave? Ist es bold? Auf jeden Fall. Warum? Weil wir damals mit diesem Produkt der First Mover im Markt waren. Das Produkt hat es weder so noch ähnlich zu dem Zeitpunkt gegeben. Ist es relevant? Ja, definitiv, weil wir herausgefunden haben, bevor wir den Launch angegangen sind, die Nachfrage für dieses Produkt besteht und ist ganz klar da. Is it authentic? Ja, auch Haken dran. Warum? Es passt perfekt zur Got2b Brand DNA. Got2b ist dafür bekannt, dass sie auch mal ein bisschen unkonventionellere Sachen ausprobieren. Und ehrlich gesagt, wer hätte gedacht, dass du eine Haarmascara brauchst, bevor es wirklich jemand gemacht hat? Is it value adding? Auch Haken dran. Warum? Es schließt nicht nur einen White Spot in unserem Got2b Portfolio, sondern auf dem gesamten Markt, denn das Produkt gab es ja noch nicht und die Nachfrage war aber auf jeden Fall da. Is it enhanced by data? 100% wie alles bei Henkel. Ja, es ist 100% enhanced by data. Bevor wir einen Launch angehen, wird eine Marktforschung gemacht, wird ein sogenannter Concept Screener gemacht. Also das ist wirklich kugelsichere Marktforschung und sehr datengetrieben. Und auch das hat den Need bestätigt und dann haben wir dieses Produkt gelauncht und es war sehr erfolgreich. Aber natürlich hat es nicht lang gedauert, bis es jemand anders auch gemacht hat. Naja, aber bleiben wir mal bei der Produktentwicklung. Was passiert denn eigentlich von der ursprünglichen Idee, bis das Produkt endlich im Regal steht? Also zuerst mal vergehen von der Idee bis zum Produktlaunch in der Regel 12 bis 24 Monate. Natürlich wollen wir immer, dass es so kurz wie möglich ist, dass wir einfach schneller reagieren können, was gerade nachgefragt wird. Das ist aber in so einem riesen Umfeld wie hier mit so vielen Stakeholdern und so einer hohen Komplexität nicht immer möglich. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass die Produktentwicklung sich in zwei Bereiche unterteilen lässt. Einmal den strategischen Bereich und einmal den operativen Bereich. Was machen wir im strategischen Bereich? Das ist, würde ich sagen, so das erste Drittel der eigentlichen Produktentwicklung. Und das ist sehr viel theoretische Arbeit, denn in dem Moment, in dem ich anfange, das Produkt zu entwickeln, weiß ich noch gar nicht, wird es denn letztendlich mal im Markt stehen. Ganz am Anfang, also nachdem wir den Brave-Check gemacht haben und nachdem wir bestätigt haben, ja, Produkt ist Brave, kriegen wir durch, fangen wir mit der Konzeptionierungsphase an. Bedeutet, für jedes Produkt bei Henkel wird ein Konzept geschrieben und dieses Konzept ist sowas wie die DNA von diesem Produkt. Das ist deswegen notwendig, weil ich
es jetzt schon mehrfach gesagt habe heute, der Beauty-Markt ist extrem gesättigt und es gibt so viele Haarsprays und so viele Shampoos und so viele Duschgels, dass wir jedes Mal aufs Neue, wenn wir ein neues Produkt angehen, immer wieder aufs Neue sicherstellen müssen, dieses Produkt hat ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist besser als das Gleiche, was von Procter im Regal steht. Und da kann ich euch sagen, da kriegt man einige graue Haare, weil es manchmal halt einfach nichts mehr zu erzählen gibt. Aber wir müssen uns einfach immer irgendein Alleinstellungsmerkmal ausdenken. Gut, wenn wir das haben und wenn unser Konzept bulletproof ist, dann rechnen wir einmal den Business Case. Denn euer Produkt kann noch so innovativ sein. Ihr habt den allerbesten Alleinstellungspunkt aus dem ganzen Portfolio gefunden. Ihr seid euch hundertprozentig sicher, dass dieses Produkt einschlagen wird wie eine Bombe, weil die Marktforschung gesagt hat, wir brauchen es auf jeden Fall. Wenn sich's nicht rechnet und unterm Strich der Deckungsbeitrag nicht zufriedenstellend ist, kriegt ihr es nicht durch. Das heißt, wir müssen halt immer den Business Case so rechnen, dass wir sagen, ja, nicht nur ist es ein Imageprodukt, von dem wir als Unternehmen strategisch oder imagetechnisch profitieren können, sondern klar, es muss was dabei rumkommen. Danach geht dieses Konzept in die Testphase, bedeutet, es ist ja bis dahin schon zumindest in der Theorie relativ weit fortgeschritten. Und dann nehmen wir einmal das Konzept und geben das in sogenannte Concept Screener. Das ist eine Gruppe an Konsumenten und die testen das dann. Die schauen sich das dann an und sagen, okay, ja, das Konzept ist eigentlich ganz cool, aber ich finde die Farbe nicht so schön und irgendwie der Name passt auch nicht so gut dazu. Und könnten wir das nicht statt mit einer Pumpe, können wir das nicht mit einer Pipette zum Beispiel bekommen? Ne? Also so, die geben verschiedene Inputs, sowohl zum Konzept als auch zum Packmittel und zu allem drum und dran. Und dann auf Basis der Auswertung von diesem Concept Screener oder von dieser Marktforschung drehen wir dann nochmal eine Schleife und feilen nochmal an diesem Konzept und machen nochmal das Feintuning. Und ja, dann steht es eigentlich schon. Hört es jetzt deutlich weniger kompliziert an, als es eigentlich ist. Und was natürlich auch noch zum strategischen Teil der Produktentwicklung gehört, ist die Kommunikation und die Kampagnenplanung. Und das ist wirklich eins der schönsten Teile, wenn man dann ja am Ende sein Produkt und sein Baby irgendwo im Spotlight sieht, in Magazinen oder auf Litfaßsäulen oder manchmal sogar im TV. Das macht schon echt richtig viel Spaß. Genau, aber das ist nur ein kleiner Teil von der Produktentwicklung, denn ein Großteil wird von dem operativen Teil eingenommen und da muss man halt einfach ganz knallhart irgendwelche Sachen abarbeiten. Also wir müssen natürlich sicherstellen, dass alle KPIs stimmen, wir müssen Artworks erstellen, wir briefen externe Agenturen, dass sie uns das Produkt konform unserer Marken-DNA und unserem CI einmal auf ein Design quasi bringen. Dann sind wir in total engem Austausch mit Supply Chain und Demand Planning, weil wir natürlich auch uns die Mengen anschauen müssen. Dann gibt's eine Abteilung, die eigentlich in Anführungszeichen nur dafür zuständig ist, eine Projektplanung aufzustellen und immer sicherzustellen, dass wirklich alle Milestones in diesem Produkt in diesem Prozess zur richtigen Zeit geschlossen werden und dass jeder seinen Job pünktlich macht, dass nirgendwo ein Bottleneck entsteht. Da müssen wir natürlich alle Key Stakeholder einmal abholen und das sind eine Menge. Also wir sind im Marketing so ein bisschen die Projektleader und wir stehen in der Mitte und kommunizieren so ein bisschen mit allen. Also das ist Forschung und Entwicklung, das sind die Packmittelingenieure, das ist der Einkauf, das ist die Logistik, Supply Chain. Alle möglichen Abteilungen laufen eigentlich so bei uns zusammen und wir sind so ein bisschen bei denen so die Fäden zusammenlaufen, würde ich mal sagen. Genau, dann müssen wir Briefings schreiben fürs Packmittel, für die Formel an sich, für die Forschung und Entwicklung. Was soll das Produkt eigentlich können? Was wollen wir ausloben? Und so weiter. Und dann relativ am Ende werden noch die Produkttests durchgeführt, denn man kann ja nicht einfach irgendeine Flüssigkeit in irgendein Packmittel reinfüllen und davon ausgehen, dass es passt.
Denn wir müssen sowohl Kompatibilitäts- als auch Stabilitätstests durchführen, einfach um sicherzustellen, dass die Masse, also das Produkt an sich, nicht mit dem Packmittel negativ reagiert, dass sich die Viskosität nicht verändert, dass der Geruch nicht irgendwie komisch wird, dass die Formel sich vielleicht trennt und sich irgendwas absetzt, dass es austrocknet, weil der Verschluss nicht richtig geeignet ist oder. Also da gibt es unglaublich viele Aspekte, die da auch noch durchgeprüft werden. Ja, und dann habt ihr aber eigentlich im Idealfall nach 12, im Worst Case nach 24 Monaten euer Produkt im Laden stehen. Und jetzt habe ich schon relativ viel über strategisch und operativ gesprochen und möchte in dem Zuge mal was erklären, bei dem ich wünschte, dass es mir jemand mal erklärt hätte. Weil ich habe das lange Zeit überhaupt nicht gewusst, wie denn so eine Marketingabteilung eigentlich aufgebaut ist. Und zwar gibt es bei Henkel und so ziemlich bei jedem großen Konsumgüterunternehmen das globale Marketing und das lokale Marketing. Hier in unserem Fall in Düsseldorf sitzen die beiden zusammen, aber natürlich, weil lokal hier Deutschland bedeutet. Wenn ich jetzt den Vergleich zu Frankreich anstellen würde, dann wäre das lokale französische Marketing in Paris. Aber ich habe es jetzt hier mal der Einfachheit halber am Beispiel von Retail Marketing Deutschland einmal aufgezeigt. Genau, auf der linken Seite seht ihr Strategic Marketing Unit, kurz auch SMU genannt. Das ist das globale Marketing. Das ist die Abteilung, in der ich zum Beispiel angesiedelt bin. Und wir sind eigentlich verantwortlich für alles, was ich euch bis hierhin gezeigt habe. Also wir machen die Marken-DNA, die Brave Brand Map. Wir sind für die Produktentwicklung zuständig, für alle Innovationen. Grundsätzlich kann man eigentlich sagen, wir sind die verantwortlich sind für die übergreifende Markenstrategie. Also was seht ihr als Konsumenten, wenn ihr im Laden steht und dieses Produkt in die Hand nehmt, was da drauf steht, wie das geformt ist, welche Sprache das spricht und so weiter. Das wird alles hier festgelegt. Wir machen auch die ganzen Kampagnen, die Kommunikation. Und ein super wichtiger Teil unseres Jobs ist tatsächlich auch Trendscouting. Das würde man immer gar nicht so denken. Aber im idealen Fall folgen wir ja nicht den Trends, sondern wir sagen sie voraus und sind schon im Markt, wenn diese Trends relevant werden. Und was uns da immer sehr, sehr hilft, sehr, sehr viel, was man in Fashion sieht und was auf den Laufstegen passiert, ist garantiert ein oder zwei Jahre später in den Beauty-Regalen. Das heißt, wir gucken immer, okay, wie hat sich diese Saison die Fashion verändert? Geht's vielleicht wieder mehr, keine Ahnung, 80-Style oder geht's sehr stark um Texturen oder ist alles eher ein bisschen sleek? Und das übersetzen wir dann in unsere Produktentwicklungspipeline und gucken, was können wir auf Beauty-Ebene damit anfangen. Was auch in unserer Hoheit liegt, sind die Designs und wie die Produkte letzten Endes aussehen. Und genau, wenn es dann an die tatsächliche Umsetzung und an die Implementierung im jeweiligen Land geht, dann übergeben wir eigentlich das Produkt einmal an das lokale Marketing-Team. Und ja, wie gesagt, ich habe es jetzt hier mal am Beispiel von Deutschland gemacht, weil die halt auch im Gebäude gegenüber sitzen und wir super viele Schnittpunkte mit dem Team haben und ganz, ganz eng mit denen zusammenarbeiten. Denn im Prinzip ist es ja so, dass wir uns die allerschönsten Sachen ausdenken können. Aber wenn das lokale Team nicht abliefert und den Handelspartner zufriedenstellt und uns auch zurückspielt, was der Handel möchte, dann kann die tollste Marke nicht erfolgreich sein. Also das ist wirklich so ein sehr eng verzahnte Zusammenarbeit, die da stattfindet. Aber ich würde schon sagen, dass das lokale Marketing-Team deutlich operativer arbeitet. Denn die implementieren ja, was wir vorher strategisch ausgearbeitet haben. Das heißt, die sind auch super eng mit dem Handel im Austausch und schauen sich auch immer, wenn nicht sogar täglich, aber auf jeden Fall mindestens wöchentlich an, wie performen unsere Produkte aktuell, wie verhält sich der Markt, haben wir zum Beispiel irgendeinen Bestseller und der ist auf einmal in einer Woche komplett abgestürzt, woran kann das liegen, was müssen wir machen, ah okay, Balea hat mit der Handelsmarke ein Copy-Me-Produkt gelauncht, nächste Woche können wir wahrscheinlich erwarten, dass unsere Zahlen auch wieder eher niedrig sind. Also sowas schauen wir uns dann an oder es schaut sich das lokale Team an und spielt dann so ein bisschen das an uns zurück aus dem strategischen Team und dann erarbeiten wir gemeinsam irgendwelche Handlungsschritte und schauen, okay, was können wir jetzt machen? Müssen wir das Produkt auslisten? Müssen wir es relaunchen? Müssen wir es besser machen? Müssen wir
müssen wir es nochmal in die Marktforschung geben. Ne? Also das ist dann so immer dieser Austausch und dann arbeitet man halt zusammen daran, dass man das Produkt wieder auf die Füße bekommt, wenn es denn irgendein Problem geben sollte. Aber um mal in dem lokalen Kanal zu bleiben und um mal ein bisschen bei dem Thema Trade Marketing zu bleiben, hier einmal kurz, wer sind denn unsere Kunden? Also das sind jetzt natürlich nicht alle, das sind einmal nur die Größten aufgelistet. Ich habe es vorhin einmal kurz erwähnt, wir sind ein sehr offline getriebenes Business. Das heißt, unsere Online-Kunden sind noch eher überschaubar, aber Alibaba und Amazon machen mittlerweile auch einen großen Teil aus. Aber genau, der Fair Share passiert im Brick and Mortar und es wird auch sicherlich noch eine Weile so bleiben. Um einmal ganz praktisch zu werden, vom lokalen Marketing aussprechend, welche Anforderungen haben wir denn an den Handel? Was wünschen wir uns denn eigentlich? Also natürlich sitzen hier ganz viele Marketeers und ganz viele Marketingmanager und denken sich die allerschönsten Sachen aus und die tollsten Images und was wir nicht alles für diese Marke machen können. Und in der idealen Welt würde das natürlich über den Handel an den Endkonsumenten gespielt werden. Also wir wünschen uns natürlich eine perfekte Markeninszenierung am Point of Sale. Dass das nicht immer so umsetzbar ist, ist, glaube ich, selbsterklärend, aber wenn wir es uns aussuchen könnten, wäre das natürlich so. Und natürlich wäre es auch schön, wenn die ganzen Handelspartner nur uns als Henkel unterstützen würden und die Promo von unseren Wettbewerbern hinten anstellt. Also wir wünschen uns natürlich immer, möglichst viel Aktivierung und möglichst viel Marketingpakete beim Kunden zu bekommen. Logisch, ich glaube, das ist selbstredend. Wir wünschen uns attraktive POS-Plätze, denn wir können das coolste Display entwickeln und liefern. Aber wenn das in der hintersten Ecke vom Laden steht, wissen wir alle. Also wir wünschen uns halt Visibilität. Das lässt sich auch auf die Regalfläche projizieren. Grundsätzlich möchten wir natürlich immer Regalfläche dazu bekommen und nicht weggenommen bekommen. Und eine faire Preisgestaltung ist auch eins der wichtigsten Punkte eigentlich, die Industrie sich vom Handel wünscht. Abschließend möchte ich noch einmal kurz zusammenfassen, welche Painpoints wir als Marke durch den Handel haben. Also ja, das ist eigentlich das, was ich gerade schon mal kurz angesprochen habe. Leider wird unser Brand-Image nicht immer so umgesetzt, wie wir das gerne hätten und wie das idealerweise wäre. Unsere Markenkampagnen gehen teilweise ein bisschen unter, weil sie vom Handel nicht begleitet werden. Wir haben Restriktionen am POS, also sei das jetzt platztechnisch, wie breit darf ein Display sein, wie hoch darf es sein, dürfen wir irgendwelche Störer oder Deckenhänger oder irgendwas anbringen. Da würden wir uns natürlich auch viel, viel mehr austoben, wenn es nicht solche strengen Restriktionen geben würde. Der größte Streitpunkt ist und bleibt, glaube ich, die Preis- und Promostrategie, denn der Handel drückt uns ohne Ende und will immer mehr, will Werbekostenzuschüsse und geile Promo-Sachen, aber ist halt alle immer als immer eine Frage des Geldes und ich glaube, das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Ja, der UVP obliegt der Hoheit des Handels, ist auch nicht immer so ganz optimal und was wir jetzt auch schon oft erlebt haben, ist, dass die Handelspartner Exklusivität verlangen. Das ist natürlich für uns als Marke immer ein bisschen schwierig, weil wir am liebsten ein Godzilla-Rollout wollen und möchten, dass unser neues, cooles Produkt überall zur selben Zeit unlimitiert verfügbar ist, denn das ist ja für uns, klar, dann gehen die Zahlen hoch, es verkauft sich mehr und so weiter und so weiter. Ihr kennt ja die ganze Kettenreaktion. Wenn das jetzt aber nur bei einem Handelspartner drin steht, dann ist es ganz, ganz toll für ihn, aber für uns schwierig. Ja, und dann noch eine Sache, die ich vorhin schon mal kurz angeschnitten hatte. Wir in der Industrie und als Marke investieren enorm viel Geld in Forschung und Entwicklung, in Packmittelentwicklung, in
in Marktforschung, in Kreativworkshops. Also da wird wirklich echt viel Geld investiert, dass die Produkte so sind, wie sie sind, dass wir immer Innovation bieten, dass wir uns immer wieder in so einem gesättigten Markt immer wieder neue Konzepte ausdenken. Ja, und dann kommt halt der Handel und macht einmal Copy-Paste und ja, in der Regel schneller und günstiger und vielleicht sogar, wenn es ganz blöd läuft, mit einer besseren Regalplatzierung. Das ist für uns als Marke natürlich ärgerlich, wenn es passiert. Genau, das wäre es einmal von meiner Seite und hat mir super viel Spaß gemacht. Wenn ihr noch Fragen habt, dann wäre jetzt die richtige Zeit dafür. Super, vielen Dank, Frau Steuerwald. Super spannend. Bei mir sind auch über WhatsApp einige Fragen eingegangen. Die erste auch bei so einem Vortrag, kommen wir um Corona nicht drum rum, zumindest bei der Frage. Sie sagten, Beauty Care ist eigentlich relativ krisenfest, krisensicher. Ist Beauty Care jetzt in Corona eher ein Gewinner oder eher gleich oder in Anführungsstrichen Verlierer, Corona-Verlierer? Ja, also natürlich sind wir nicht komplett losgelöst von Corona. Wenn ich jetzt mal Henkel Beauty Care als Ganzes betrachte, haben die sich aber tatsächlich relativ gut geschlagen in der Krise. Man muss natürlich schon beachten, dass wir ja sehr breit aufgestellt sind. Wer ganz klar verloren hat, ohne Frage, das sind die ganzen Styling-Produkte. Denn wer stylt sich jetzt noch groß die Haare? Wer benutzt noch Haargel, Haarspray? Wir sind alle im Homeoffice die größte Zeit und da hat das natürlich deutlich an Relevanz verloren. Aber zum Beispiel Marken wie Fahr, die jetzt in kürzester Zeit eine Hygiene-Line auf die Beine gestellt haben und jetzt auch Desinfektionsmittel vertreiben, die sind natürlich unglaublich durch die Decke gegangen. Okay, zweite Frage, danke. Zweite Frage ist, Sie gucken ja, dass Sie Produkte haben, die man möglichst weltweit vermarkten kann, möglichst auch identisch. Ist das im Beauty-Care-Bereich tatsächlich so? Bei Lebensmitteln sprechen wir immer davon, Frankreich ist anders als Deutschland, ist anders als Italien, aber Schönheit ist weltweit identisch definiert? Genau, also bei uns, wir nennen das Länderpoolings, bedeutet, wir haben immer ein Blueprint oder auch Master Artwork genannt und adaptieren das dann natürlich zu dem, was die lokalen Märkte brauchen. Es wird natürlich in die jeweilige Sprache übersetzt oder gewisse Länder, wie zum Beispiel die USA, sind deutlich strenger, was Warnhinweise angeht. Das heißt, am Produkt selber steht vielleicht mal was anderes drauf, aber der Look and Feel und die Farben und die Schriftart und so weiter, das ist auf der ganzen Welt immer dasselbe. Okay, danke. Nächste Frage ist, das haben Sie ein Beispiel gesagt und auch verbal nochmal ergänzt, dass der Handel ja relativ zügig Produkte auch kopiert, imitiert und dann deutlich günstiger anbietet. Kann man die Produkte nicht patentieren lassen? In einer perfekten Welt schon, ja. Aber tatsächlich sieht es in der Praxis ein bisschen anders aus. Also wir hatten das sogar schon, dass da ging es nicht um Handelsmarken, sondern das war der Fall von einem Wettbewerber von uns. Die haben wirklich nahezu eins zu eins den Namen unseres und das Konzept eigentlich auch. Das Einzige, was sehr anders war, war tatsächlich das Packmittel, wurde kopiert. Und da sind wir natürlich vorgegangen dagegen und wollten eine Unterlassungsklage erzielen, aber das wurde abgewiesen. Also da muss man wirklich einen wasserfesten Case haben und den hinzubekommen ist nahezu unmöglich. Also Produkte patentieren, schwieriges Thema in der Praxis. Okay, jetzt suchen Sie ja immer wieder nach Innovationen, haben auch gesagt, dass Sie als Henkel unheimlich viel Geld dafür ausgeben. Haben Sie nicht Angst, dass die Suche nach Innovationen irgendwann zu viel zu großen Sortimenten und auch zu einer Überladung sowohl des Unternehmens als auch der Kunden führt? Ja, also das würde man tatsächlich denken und für uns als Marketeers ist es natürlich auch eine Innovationsrate von 40%, da erstmal mitzukommen und das permanent abzuliefern, ist natürlich eine Riesenherausforderung, aber es wird nachgefragt. Der Handel möchte Innovation, die wollen jedes Mal wieder neue Konzepte und immer wieder was Neues zu erzählen, denn was wollen sie denn erzählen, wenn die Leute immer schon seit Jahren das Gleiche hören, dann ist die Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer, deswegen
müssen die Verbraucher jedes Mal wieder aufs Neue stimuliert werden und die Nachfrage sowohl vom Konsument als auch vom Handel ist nach wie vor extrem gegeben nach Innovationen. Frage nach Social Media, speziell auch TikTok. Ich würde es mal auch so noch ergänzen wollen. Wäre die Aussage richtig, dass heutzutage Brands eigentlich nur noch über Social Media gebildet werden beim Kunden und die klassischen Medien eigentlich gar keine Rolle mehr spielen? Und welche Rolle spielt dann TikTok? Ja, also dass die klassischen Medien keine Rolle mehr spielen, dem würde ich wagen zu widersprechen. Also wir sehen schon, dass die klassischen Medien uns und auch sehr wichtig POS-Marketing nach wie vor enorm wichtig sind. Trotzdem ist es definitiv richtig, dass Social Media unglaublich an Relevanz gewonnen hat. Wir haben den TikTok-Hype miterlebt und sind auch so schnell es irgendwie ging auf den Wagen aufgesprungen. Wenn man sich das Henkel-Markenportfolio ansieht, sind die Marken, die sich für TikTok-Marketing eignen, allerdings begrenzt. Ne? Also wir haben natürlich einige sehr junge Marken und die sind auch aktiv auf TikTok und da ist auch die Conversion Rate und das Engagement sehr, sehr hoch. Aber ich glaube, eine Marke wie Schauma oder Diadermin, ob die so Anklang finden auf TikTok, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist da in der Tat die Zielgruppe nicht. Ja. Sie hatten gesagt, dass beim Thema UVP, also der Verkaufspreis gegenüber dem Kunden, liegt in der Hoheit des Handels. Das haben Sie so indirekt oder direkt ein bisschen bedauert. Warum macht der Handel zu günstige oder zu teure Preise für Ihre Produkte? Also der Handel, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, wie ich es formuliere. Natürlich möchten ja alle, die involviert sind, möglichst viel für sich dabei rausholen. Und wenn der Handel eine relativ hohe Handelsmarge bei uns einfordert, leiden wir dann natürlich drunter als Marke. So würde ich es mal stehen lassen. Okay, damit haben Sie die Frage beantwortet, ohne sie zu beantworten. Genau. Inwiefern werden die Aktionäre als Key Stakeholder auch in die Produktentwicklung involviert? Spannende Frage. Muss man vielleicht den Aktionären fast unterscheiden, ob der Großaktionäre gemeint werden oder Kleinaktionäre, weil ja Henkel ja, glaube ich, schon im Wesentlichen noch in Familienhand ist. Ja, genau. Also Henkel ist nach wie vor in Familienhand und tatsächlich die Familie Henkel ist involviert. Natürlich nicht ins Geschäft. Ich rufe jetzt nicht eine Frau Barschel-Tra an und frage sie, hey, wie findest du das neue Got2B-Haarspray? So läuft es natürlich nicht, aber gerade wenn wir über strategische Projekte sprechen, so wie das zum Beispiel, in dem ich jetzt auch aktuell involviert bin, dann ist es mit Sicherheit so, dass das einmal von Seiten der Key-Stakeholder, der Familie Henkel abgesegnet wird. Aber ich sag mal so, das aktive Involvement ist überschaubar. Wie glücklich sind Sie denn aus Beauty-Care-Sicht, dass Henkel der Hauptsponsor eines Fußballvereins ist? Das ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Wir kriegen aber hier immer Freikarten. Falls mal wieder hier mal ins Stadion darf, dann schicke ich Ihnen mal was zu. Ja, das darf ich als Beamter leider nicht annehmen, aber vielen Dank für das Angebot. Okay. Jetzt muss ich politisch korrekt antworten. Sie hatten gesagt, das Thema Online hat noch nicht so eine Bedeutung. Warum bedauern Sie das? Müsste man etwas tun als Hersteller oder wird die Marke da nicht erlebbar? Genau, also der Trend geht ganz klar dahin. Das ist also ist auch kein Trend, es ist einfach eine Entwicklung, die wird auch so bleiben. Und es ist ja auch nicht neu, das sieht man ja schon seit vielen, vielen Jahren. Aber unser Business ist historisch gesehen Brick and Mortar und offline getrieben. Also die Leute würden sich jetzt tendenziell ein Haarstyling-Produkt für, weiß nicht, 3,99 € nicht unbedingt online bestellen, sondern es ist von der Natur des Produktes wird es immer hauptsächlich, der Hauptumschlag wird im Handel stattfinden. Natürlich sind wir aktiv dran, die Online-Präsenz zu optimieren und auszubauen, weil das einfach momentan oder ja, man kommt nicht mehr drum rum, aber das ist für solche Iconic Brands, wie wir die etwas älteren Marken bei uns intern nennen, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, da online direkt erfolgreich zu werden.
Prima. Letzte Frage. Sie hatten gesagt, dass die Brandmap alle 12 Monate überarbeitet wird. Und dann fragt eine Studentin im Sinne des agilen Marketings und die ich übersetze das mal so ein bisschen noch in die Frage rein. Die Professoren erzählen immer, die Welt ändert sich so schnell und man muss immer ganz schnell anpassen. Ist das nicht ein zu langer Zyklus? Nee, also das ist vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen. Marketingvorlesungen sind auf jeden Fall cool und da lernt man vieles, aber so läuft es in der Praxis nicht. Also wenn eine Marke sich alle 6 Monate ändern würde, dann hätten wir ja überhaupt keine Basis, auf der wir aufbauen könnten. Also 12 Monate ist schon eigentlich eine sehr hohe Frequenz. Und es ist ja auch nicht so, dass wir die überarbeiten, sondern wir machen einmal den Sense-Check und gucken, spiegelt es noch das wider, was wir widerspiegeln möchten? Und ist es noch zeitgemäß? Und normalerweise beantworten wir die Frage mit, ja, wenn wir alle 6 Monate die Brand-DNA neu generieren müssten, schwierig. Vielen Dank, Frau Steuerwald, auch für den letzten Halbsatz. Sie müssen wissen, dass ich meine Handelsmarketing-Vorlesung in meinem HD19B1-2 heute beendet habe. Gerade sagten, dass unsere Marketing-Vorlesungen nicht so der Praxis entsprechen. Das lasse ich jetzt unkommentiert stehen. Bedanke mich hier recht herzlich. Vielen Dank. Super spannend. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank, dass Sie quasi mal wieder an Ihren Tatort zurückgekommen sind, an die Hochschule. Liebe Studierenden, vielen Dank, dass Sie dabei waren. 3. Vortrag, nächste Woche der 4. Vortrag von Ferrero. Und ich empfehle Ihnen jetzt um 19 Uhr von unserem Fashion-Kurs HD18B11, die haben mit meinem Kollegen Oliver Janz eine Modenschau-Trendvortrag live vor die und Gewinnspiel mit dem Modehaus Schönberger aus Alzey auf die Beine gestellt, was in Corona-Zeiten, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz tolle Sache ist. Und Sie kriegen da auch den Link gleich eingeblendet. 19 Uhr geht's los. Ist heute Abend, glaube ich, das viel bessere Programm, als fernzugucken oder irgendeine lustige Netflix-Serie, die Sie eh schon 3-mal gesehen haben. Gucken Sie mal an, was Ihre Kommilitonen auf die Beine gestellt haben. Da geht es dann auch mit YouTube um 19 Uhr weiter. In diesem Sinne, nochmal herzlichen Dank, Frau Steuerwald. Und nächste Woche wird meine Kollegin Beate Scheubrein die Moderation von dem Vortrag übernehmen. Danke sehr. Tschüss. Tschüss.